Schwarze Zunge, dieses Symptom, darum geht es heute. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Beitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid im Rahmen der Gesprächsreihe Holistisch und befreit Leben. Sage ich nochmal ganz, ganz herzlich Hallo nach Namibia zu Karin Bender-Gonsa. Hallo liebe Karin, schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, schöne Grüße aus dem wunderschönen Namibia. Karin, ich hatte ganz kürzlich ein Gespräch, ein Interview, das findet man hier auch auf meinem Kanal, mit einer Bekannten von mir, die plötzlich eine schwarze Zunge entwickelt hatte und dann hinterfragt hat, warum ist diese Zunge entstanden und kam dann so auf den Trichter nach ihrer eigenen Wahrnehmung. Das Einzige, was bei ihr war, dass sie eine zahnärztliche Behandlung hatte, dass sie eine Krücke bekommen hat, wo Metall eben auch mit im Spiel ist und hat dann so auf Eigeninitiative, weil sie einfach ganzheitlich und ein bisschen holistisch auch unterwegs ist, angefangen da den Körper zu entgiften. Und da bist du ja auch die Fachfrau und kannst uns da was zu sagen. Vielleicht hat der ein oder andere da auch schon mal ein Thema mit gehabt, mit einer schwarzen Zunge, was sich dahinter verbirgt. Also in der Fachliteratur gibt es noch nicht so richtige Informationen darüber. Also die schwarze Haarzunge, Lingua Nigra, die gibt es schon sehr, sehr lange, aber man weiß noch nicht so genau, warum kommt die eigentlich. Man stellt oft fest, zum Beispiel nach der Anwendung von Chlorhexidin-Präparaten, dass die Zunge sich verfärbt. Und das geht dann auch immer wieder zurück, wenn man diese Anwendungen weglässt. Ja, also das regeneriert sich auch wieder. Man hat aber auch immer mal wieder feststellen können, wenn zum Beispiel neue Versorgungen in den Mund kommen, also eine neue Brücke, eine neue Krone, eine herausnehmbare Prothese zum Beispiel, dass dann auf einmal diese Schwarzfärbung der Zunge auftritt. Und da hat man dann mal Untersuchungen angestellt und festgestellt, dass sehr häufig, wenn diese schwarze Zunge vorhanden ist, die Mikroflora in der Mundhöhle sich verändert. Also es hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, dass sich die Keimbesiedelung verändert. Also passt auch zum Beispiel beim Chlorhexidin, ist es ja auch so, das ist ja ein Desinfektionsmittel, da werden einige Bakterienarten getötet und dann kann so eine Verschiebung sozusagen der Keimflora entstehen. Und wie gesagt, das kann durchaus auch, und das ist sehr individuell, da kann man nicht sagen, dieses oder jenes Material macht das, sondern das ist immer sehr individuell, kann irgendein Material sein, das eingebaut wurde und bei dieser bestimmten Person so reagiert. Mhm. Wenn das jetzt wirklich materialabhängig sein sollte bei einer Person, dann ist natürlich die Frage, muss man wahrscheinlich langfristig das Material austauschen. Ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieses Material einem nicht gut tut. Also jetzt, ich versuche immer auch den holistischen Ansatz mit reinzunehmen. Also nicht nur den körperlichen Ansatz, sondern warum passiert das? Was zeigt mir das? Also das zeigt mir offensichtlich, dass mein Körper das nicht will. Und die Zunge ist ja auch etwas, was sehr deutlich sichtbar ist, wenn man zum Beispiel spricht oder isst, sieht das Gegenüber auch diese dunkle Zunge, was einem ja auch oft sehr unangenehm ist. Das kann zum Beispiel auch so ein Abgrenzungsthema sein, aber wenn es im Zusammenhang jetzt wirklich mit einer Neuversorgung kommt, dann ist es aus meinem Blickwinkel immer ein Zeichen, das soll nicht sein. Das passt hier nicht rein. Ja? Mhm. Und dann ist es zwar sehr traurig, weil man meistens ja relativ viel Geld bezahlt hat, wenn man was neu bekommen hat, aber langfristig ist es aus meiner heutigen Sicht besser, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? So ist das Sprichwort. Ja. Also lieber sofort etwas ändern, drin zu lassen, dieses Zeichen zu ignorieren und dann Symptome zu entwickeln, die noch stärker werden. Mhm. Also da würde ich einfach auf dieses unmittelbare Zeichen sofort reagieren. Mhm. Ja. Okay. Also lieber dann nochmal zum Zahnarzt gehen und dann mit ihm darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, das Teil muss raus, halt einfach nochmal Kostenvoranschlag machen lassen und dann eben nach Alternativen. Ja. Ne? Okay.
Gut, und meine Erfahrung ist, noch ein Zusatz, meine Erfahrung ist, dass die Materialien, mit denen am wenigsten Probleme entstehen, die vollkeramischen Materialien sind. Also immer metallfrei ist immer besser zu vertragen, aus meiner Erfahrung. Mhm. Ich habe diese Erfahrung nicht alleine, sondern es gibt viele Kollegen, die sie auch haben. Also ein Kollege, den ich sehr bewundere, ist ein älterer Kollege, Dr. Edelmann, der hat auch schon einige Bücher geschrieben und Fortbildungen gemacht. Der hat auch seine Praxis, seine Privatpraxis am Ende metallfrei gemacht, weil er gesagt hat, aus der Erfahrung heraus, Metalle, egal welche Metalle, verändern auch den pH-Wert des Speichels. Und wenn wir den pH-Wert verändern, gibt es eben Veränderungen in der Mikroflora, aber auch Veränderungen, dass es schlechter remineralisiert. Also es gibt sehr, sehr viele Veränderungen in der Mundhöhle, die nicht sehr positiv zu bewerten sind. Also wenn, dann versuchen wirklich von den Metallen wegzukommen. Ja. Okay. Ja, da wird so ein bisschen deutlich, wie diese Zusammenhänge da sind. Ne? Da werden wir ja bestimmt noch das ein oder andere Thema dann hier auch auf dem Kanal thematisieren. Liebe Karin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr Lieben, wir bedanken uns bei euch für euer Dabeisein, für euer Interesse. Den Kanal von Karin und ihre Homepage verlinke ich euch hier in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, da werdet ihr so wertvolle Informationen auch noch bekommen, wenn ihr euch mehr mit dem Thema dann eben auch beschäftigen möchtet. Wir schicken euch ganz liebe Grüße, eine herzliche Umarmung und sagen Tschüss, die Irmgard und die Karin. Hi, tschüss.